97,3 Kilo, Freunde, heißt es, dass ich jetzt die Kalorien reduzieren muss, denn laut meinem Gewichtsverlaufsplan darf ich eigentlich nicht mehr als 95 Kilo wiegen. Werden wir natürlich nicht machen, denn das wäre genau der erste fatale Fehler, der eben deinen Muskelaufbau definitiv sabotieren wird. Also, was meine ich damit? Fehler Nummer 0 wäre es übrigens, diese Tabelle gar nicht zu erstellen. Schau dir unbedingt mein vorletztes Video an, dann weißt du ganz genau Bescheid, aber so eine Tabelle musst du eben erstellen, wenn du für deinen Erfolg garantieren möchtest. Also, Fehler Nummer 1. Du denkst, dass diese Werte alles Tageswerte sind. Sind sie aber nicht. Also ich habe jetzt einen Tageswert von 97 Kilo. Ich muss aber diese ganzen Tageswerte einer Woche nehmen, diese addieren und dann durch 7 teilen. Dann habe ich einen Durchschnittswert und diesen Durchschnittswert kann ich dann nehmen und eben mit diesem, ja, geplanten Wert vergleichen. Nur dann habe ich eben diese Gewichtsschwankungen, die ständig auftreten können, geglättet oder möglichst geglättet. Und der eigentliche Fehler bei der ganzen Geschichte ist es eben, die Kalorien zu schnell zu reduzieren oder zu schnell zu erhöhen, selbst wenn du wöchentliche Durchschnittswerte betrachtest. Was meine ich damit? Also, angenommen, du hast 10 Wochen lang sehr gut zugelegt und du hast gar nichts großartig verändert. Also du gehst immer noch genauso viele Steps, du isst genauso viele Kalorien circa und dann plötzlich in der, weiß ich nicht, 20. Woche oder was, stimmt der Verlauf nicht? Was machst du? Im Endeffekt, wenn du weißt, okay, dein Leben hat sich nicht großartig verändert, deine Kalorienzufuhr auch nicht großartig, dann ändere da nichts dran. Warte mindestens noch eine Woche ab, denn es kann durchaus sein, dass gerade zum Beispiel an diesen Feiertagen du mehr Salz konsumierst oder unregelmäßiger überhaupt Nahrung zu dir führst, vielleicht mehr am Abend. Und das wiederum sorgt dafür, dass deine gesamten Gewichtsdaten am Morgen höher sind und das wiederum, dass dein wöchentlicher Durchschnittswert ein bisschen höher ist. Das heißt, warte dann einfach ab. Angenommen, wir wären jetzt in dieser Woche und hätten diesen Wert nicht erreicht, ja? Dann warte eine Woche ab, wenn du weißt, dass du eigentlich mit diesen Kalorien sehr gut fährst und check die zweite Woche danach ab, ja? Passt dann der Wert und wenn er passt, dann hast du alles richtig gemacht, weil du eigentlich genau perfekt zugelegt hast, dein Gewicht aber ziemlich herumgeschwankt ist. Dementsprechend bei solchen Sachen, wenn du lange Zeit Erfolg hattest mit einem bestimmten Ansatz, dann warte mindestens eine Woche ab und passt dann die Kalorien an, wenn nötig und wenn eben nicht nötig, dann eben nicht. Nicht vergessen, Freunde, und zwar, damit ihr ins nächste Jahr richtig geil durchstarten könnt, haben wir für euch eine richtig fette Trainingspedia-Rabattaktion bis Sonntag am Start, also bis zum 3.1. Kein Code notwendig, Link wie immer in der Beschreibung. Und zwar könnt ihr auf alle Einzelbücher 30% sparen, also sowohl das Trainingspedia-Fundament als auch die Pro-Edition, als auch das Ernährungspedia bekommt ihr eben mit 30% Rabatt. Die Bundle, die Doppelbundle plus das Technikpedia bekommt ihr mit fetten 35% Rabatt. Und das Ultimate Bundle ist für euch mit 40% vorrabattiert. Wie gesagt, kein Code notwendig, einfach auf die Seite gehen, einfach besorgen das Ganze, damit eben 2021 richtig geil wird. Ich würde sagen, rein in die Masse. Nächster Fehler, und zwar extrem viele Leute denken, dass sie super clean essen müssen für die besten Resultate oder dass sie unbedingt sehr viele Kohlenhydrate konsumieren müssen. Ja, es ist eventuell vorteilhaft, wenn du ein bisschen mehr Carbs isst und ein bisschen weniger Fett, aber bevor du deine Kalorien nicht reinbekommst, isst lieber ein bisschen mehr Fett. Und sowas hier, ne, übrigens, besteht auch zu einem sehr, sehr großen Teil aus Reis. Einfach mal die Zutatenliste abchecken, ich hole euch das Ding mal kurz. Boah. Erste Zutat Reis, dann Glukosesirup, dann erst Zucker. Also wir haben hier eigentlich hauptsächlich Reis, dann Glukose und gegen Glukose spricht wirklich gar nichts. Und dann eben, ja, Zucker. Zucker besteht aus 50% Glukose, 50% Fructose. Fructose in hohen Mengen, das würde ich euch nicht empfehlen. Aber auch hier wieder, ne? Also das ist jetzt nicht ungesund, sondern es bietet einfach nicht großartig viele Mikronährstoffe. Und dementsprechend, solange du jetzt nicht Unmengen an Transfetten oder sonst was konsumierst, schau erstmal, dass du deine Kalorien reinbekommst. Schau, dass du dein Obst und Gemüse reinbekommst, dass du eben deine Mikronährstoffe abdeckst. Und dann müssen die Kalorien eben rein. Und wenn du dafür ein bisschen mehr Fett konsumieren willst, oder musst in dem Fall, who cares? Wenn der Kalorienüberschuss klein ist, wirst du nicht viel Fett zulegen. Und wenn du im Nachhinein zu viel Fett zugelegt hast, dann weißt du ganz genau, dass der Kalorienüberschuss zu hoch war und nicht irgendwie, dass du 5 Gramm zu viel Fett in deiner Nahrung hattest. Also keine Angst vor zu viel Fett, gerade wenn du deine Kalorien nicht reinbekommst und keine Angst vor Cornflakes-Geschichten. Wie gesagt, guckt, wenn ihr Cornflakes konsumiert, darauf, dass ihr ja als erste Zutat nicht Zucker drin habt. Und wenn ihr als dritte Zutat Zucker mit drin habt, dann wisst ihr, dass prozentual gesehen mehr Glukosesirup drin ist, mehr in dem Fall Reis drin ist und dann 50-50 Glukose, Fructose, ne? Habt ihr jetzt wahrscheinlich auch verstanden mit dem Zucker. Und dann ist alles supi.
Alles gut bei dir? Wollt ihr nicht ins Training? Alles super, Leni. Ich mache nur einen kurzen Powernap. Fühle mich so ein bisschen müde. Wir kommen jetzt auch direkt zum nächsten Fehler. Und zwar extrem viele Leute denken, dass es nicht okay sei, sich ab und zu mal müde zu fühlen. Also ich muss sagen, ich habe mich in den letzten 2, 3, 4 Jahren meiner Trainingskarriere doch ab und zu mal müde gefühlt. Und ich würde sagen, ich habe doch irgendwo überdurchschnittliche Fortschritte erzielen können. Und es liegt einfach daran, wenn du dich nicht müde fühlst, wenn du dich nicht K.O. fühlst, dann hast du eigentlich schon die Bestätigung, dass du deine Regeneration nicht ausgereizt hast. Dass du für deine regenerativen Kapazitäten noch nicht genug Trainingsstress absolviert hast. Und das heißt wiederum, teste deine Grenzen. Es ist vollkommen okay, sich müde zu fühlen. Es ist manchmal sogar erwünscht, damit du ganz genau weißt, okay, wie viel Training kannst du eben verkraften. Und Leute, die sich nie K.O. fühlen, nie müde fühlen, immer denken, hey, das Training von gestern könnte ich heute wiederholen, die machen in der Regel auch einfach nicht die besten Fortschritte, weil sie einfach mehr verkraften würden. Und wenn dein Körper eben mehr verkraftet, vielleicht sogar viel mehr verkraftet, warum sollte er sich anpassen? Warum sollte er Muskeln aufbauen, wenn er schon diese Anpassung bereits an den Trainingsstress hat? Also Training ist Stress, du baust Muskeln auf, das ist eine Anpassung, aber wenn du die Anpassung schon hast für diesen Trainingsstress, den du gerade absolvierst, dann muss sich auch nichts mehr anpassen. Dann muss keine Adaption mehr stattfinden. Und das solltest du auf jeden Fall in deinem Hinterkopf behalten. Wenn du dich nie müde fühlst, wenn du nie K.O. bist, dann bist du wahrscheinlich doch ein bisschen unter deinen Möglichkeiten. Und das heißt wiederum, dass der Muskelaufbau auch nicht so 100% optimal vermutlich aktuell abläuft. Profi-Dartspieler, Sepp am Start übrigens. André hat letztens einfach mal einen Dartpfeil in die Heizung reingeballert. Also nicht in die Heizung, die ist nämlich jetzt neu. Die wurde nämlich erneuert, weil wir hatten so ein kleines Loch drin und da ist immer Wasser rausgekommen. Also André, bitte nicht nochmal hier Dart spielen. Wir brauchen die Heizung auf jeden Fall. Ist kalt. Kommen wir zum nächsten Fehler. Und zwar, viele Leute, auch wenn das sich eigentlich unlogisch anhört, nehmen das Training in der Massephase nicht so richtig ernst. Woran merkt man's? Wenn die dann in die Diät gehen, trainieren sie plötzlich viel härter, werden auch noch viel stärker. Und das ist immer so ein Indikator. Also wenn du gerade kein Anfänger bist und in einer harten Diät dich noch richtig gut steigern kannst, dann weißt du eigentlich, dass du vorher eventuell nicht 100% hart trainiert hast. Ansonsten, wie kann es sein, dass du mit weniger Essen plötzlich viel besser performst? Macht nicht unbedingt viel Sinn. Bei Anfängern, klar, ihr macht so eine gute Progression, wenn ihr richtig gut trainiert. Da könnt ihr natürlich auch in der Diät richtig gute Ergebnisse kraftmäßig erwarten. Aber wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, dann sollte das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und dementsprechend nehmt auch das Training in der Massephase ernst. Warum ist das so? Weißt du das, Leni? Kann ich dir ganz einfach erklären. Okay, erklär. Du hast einfach in der Diät Angst, Muskeln zu verlieren. Und niemand will Muskeln verlieren. Aber hey, ganz ehrlich, wenn du nicht das gleiche Mindset in der Aufbauphase an den Tag legst, dann lässt du einfach Potenzial auf der Strecke und das kann der ein oder andere eventuell mit sich vereinbaren, ich eben nicht. Und deswegen nehme ich auch in der Offseason das Training zu 100% ernst, ganz egal, ob ich in der Wettkampfdiät bin oder nicht. Jede Einheit zählt, jede Wiederholung muss sitzen, ansonsten gibt es irgendwo dich in einem Paralleluniversum, der bessere Gains macht. Und ich möchte, das habe ich ja schon mal gesagt, der beste Sepp aller Paralleluniversen sein. Sehr unwahrscheinlich, dass ich das schaffe, aber ich versuche es zumindest. Kommen wir zum letzten Punkt, aber bevor wir das tun, nimm dir einfach mal 2 Sekunden, gib diesem Video einen Daumen nach oben und wenn du Fragen hast, dann ab in die Kommentare damit und natürlich, wenn du solche Videos sehen willst, dann auch einen Algorithmus-Kommentar in die Kommentar-Section reinballern. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir zum letzten Punkt und zwar sehe ich auch extrem häufig, viele Leute machen einfach Übungen, weil diese Übungen eine gewisse Mystik, sag ich mal, besitzen. Also Beispiel Bankdrücken. Es gibt sehr viele Leute da draußen, die einfach ihre Brust dabei nicht gut spüren und die mit anderen Übungen bessere Erfolge dementsprechend hätten. Also wenn du mit Kurzhanteln zum Beispiel die Brust viel besser spürst als mit der Langhantel, dann wirst du definitiv auch in deinem Fall mit Kurzhanteln wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen. Man muss die Übungsauswahl immer an seine Skills, an seine Biomechanik individualisieren. Wenn du die Brust beim Bankdrücken nicht spürst, dann hör auf, Bankdrücken zu machen. Ich bin definitiv der Meinung, dass jeder eigentlich eine Brust spüren müsste, wenn man korrektes Bankdrücken ausführt, aber du versuchst ja schon mit bestem Wissen und Gewissen diese Übung auszuführen. Und wenn dann eben das bei rumkommt, dann kannst du noch Jahre an deiner Technik feilen und das solltest du auch tun, aber in der Zwischenzeit such dir eben Übungen aus, wo du die Brust richtig zerbersten kannst und so wirst du auch wirklich die besten Ergebnisse erzielen. Also bind dich nicht an gewisse Übungen. Du musst keine Sache zu 100% ausführen. Hast du Probleme mit dem Seitheben? Probier
wieder aufrechtes Rudern. Hast du Probleme mit einer Kurzhantel? Probier es an der Maschine. Hast du Probleme mit dem Bankdrücken? Mach mehr Fleiß. Bau Überkopfdrücken nochmal zusätzlich ein, um die Schulter und den Trizeps, sag ich mal, auch noch mitzubelasten. Also das Volumen jetzt praktisch nicht komplett zu reduzieren auf die Sekundärmuskulatur. Ne? Also beim Bankdrücken kann man schon fast von der Primärmuskulatur reden, weil die so stark involviert sind. Also wichtig, Take-Home, nur Übungen ausführen, die für dich passen. Und das ist wirklich so ein Fehler, den auch extrem erfolgreiche Athleten, sage ich mal, begehen, weil sie emotional zu stark an gewisse Übungen gekoppelt sind und nicht loslassen können. Und ich muss sagen, davon bin ich auch nicht zu 100% ausgenommen. Wir sind alle hier, um uns tagtäglich zu verbessern. Und mit diesem Schlusswort würde ich sagen, adios.